Es ist heute beschlossen worden, dass voraussichtlich ab nächsten Mittwoch die Möglichkeit besteht, dass sich zwei Familien, also Personen aus zwei verschiedenen Haushalten treffen. Kommt diese Lockerung zu früh oder ist sie angemessen? Ja, es kommt darauf an, auf wie viele Personen das beschränkt ist. Es ist natürlich so, wenn alle begleitenden Maßnahmen, die entsprechenden Sicherheitsabstände, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes oder auch einer Bedeckung, wenn das alles eingehalten wird, dann kann man das durchaus durchführen. Es muss halt alles im überschaubaren Rahmen passieren. Sind weitere Lockerungen geplant? Zum Beispiel will die Gastronomie in Niedersachsen schon ab Montag öffnen. In Bremen ist es für den 18. Mai geplant. Und auch die Schulen wollen ab 18. Mai eigentlich stückweise zur Normalität zurückkehren. In Bremen sollen beispielsweise und auch in Bremerhaven die Grundschüler aller Jahrgangsstufen wieder in die Schule gehen können. Natürlich nicht in vollen Klassen, aber in reduzierter Form. Was halten Sie also von dieser Öffnung Gastronomie und Schulen? Ja, das sind zwei völlig unterschiedliche Problempunkte. Bei der Gastronomie gilt natürlich das Gleiche, was du auch im privaten Kontakt erzählst. Man muss ja auf entsprechende Sicherheitsmaßnahmen achten. Man muss natürlich Abstände einhalten. Aber die Befürchtung, die ich habe, und das ist ja auch das, was man bereits jetzt sieht bei den Leuten, die unterwegs sind, die einkaufen gehen. Es ist nicht mehr seltsamerweise so ganz im Bewusstsein, dass man Abstände einhalten sollte. Die Leute drängeln, sie bilden Grüppchen, reden miteinander, haben auch nicht unbedingt eine Maske auf. Sodass also hier eine Sorglosigkeit um sich greift, die natürlich durch diese Lockerung natürlich noch gefördert wird. Also meine Bedenken sind ganz einfach, dass die Leute sehr unvorsichtig werden. Und wir sehen ja, die Zahlen der Neuinfektionen nehmen ja nicht ab. Sie befinden sich jetzt auf einem gewissen konstanten Niveau und sie finden definitiv statt. Also das Virus ist noch da. Sodass also, wenn hier solche Sorglosigkeiten um sich greifen, natürlich auch die Gefahr besteht, dass wieder die Anzahl an Neuinfektionen steigt. Bei den Kindergärten ist das besondere Problem nämlich der Gruppe der Kinder. Da ist die Lage ist ja sehr verwirrend, für mich auch, weil wenn man sich anguckt, wie sieht das bei Neuinfektionen bei Kindern aus, da sieht man erstens, dass bei über 90% nur leichte bis überhaupt keine Symptome auftreten. Und bisher sind auch nur tatsächlich, es ist 1% der erfassten Infektionen betreffen Kinder unter 10 Jahren. Diese Zahlen, die würden bedeuten, dass Kinder ja nicht ganz so ansteckungsgefährdet sind, dass sie auch möglicherweise dann gar nicht ja so stark infiziert werden, dass eine große Replikation, dass eine große Anzahl an Viren produziert wird und übertragen wird. Aber diese Lage ist unklar, sodass man mit der Datenlage eigentlich gut vertreten könnte, ja, okay, man macht diese Kindergärten auf. Weil ich denke, je kleiner die Kinder, desto weniger sind Abstände einzuhalten. Ich habe da neulich was ganz Interessantes gehört. Man fangen die an und probieren gegenseitig ihre Masken auf, weil die andere schöner ist. Oder ja, solche Sachen werden passieren. Aber hier ist die Datenlage ist definitiv nicht klar, wie das bei Kindern aussieht. Aber im Hinterkopf muss behalten werden, dass ja die Kinder dann auch Kontakt mit anderen Personen, mit ihren Eltern haben, wieder mit ihren Großeltern, wenn die Lockerungen kommen. Sodass also hier, wenn tatsächlich Kinder das Virus in sich tragen, das natürlich übertragen können, ohne dass man es ihnen unbedingt anzieht, weil sie überhaupt keine Symptome zeigen. Und das Gleiche würde dann auch für die Grundschulen gelten, weil die Grundschulen ja ab 18. Mai öffnen sollen? Ja, die Grundschulen, das ist ja auch, das, was ich gerade gesagt hatte, das galt so ungefähr für das Alter von 10 Jahren. Über 10 Jahre sieht die Sache schon wieder ein bisschen anders aus, da kommt anscheinend häufiger zu sichtbaren Infektionen und offensichtlich auch zu einer stärkeren Ausbreitung an Viren. Vielleicht muss man hier noch einiges sagen, man hat ja auch untersucht, wie das aussieht bei Infektionen in Familien. Und da wurde bisher beobachtet, dass eigentlich die Erwachsenen in diesen Familien viel früher die Symptome hatten als die Kinder. Es scheint also nicht von den Kindern auf die Erwachsenen übergesprungen zu sein, sondern eher umgekehrt. Wobei man hier allerdings bedenken muss, bei Kindern ist die Inkubationszeit offensichtlich länger als bei Erwachsenen.
sodass sie also später sichtbar wird. Also das ist eine ganz verwirrende Situation und deswegen ist es sehr schwierig, ja, hier zu beurteilen, was wird passieren, wenn Kitas, Schulen wieder geöffnet werden. Also Vorsicht bleibt da offenbar geboten. Ja. Eine weitere Frage noch. Es gibt in Bremerhaven einen Gastronomen, der einen Mundschutz entwickelt hat mit einem Reißverschluss, eben für die Nahrungsaufnahme und der jetzt auch von einem Unternehmen produziert werden soll. Was halten Sie davon aus hygienischen Gesichtspunkten? Ist das unbedenklich? Ja, also diese Masken überzeugen mich nicht. Ich habe das ursprünglich für eine ganz spaßige Idee gehalten, aber es soll ja tatsächlich offensichtlich zum Einsatz kommen. Und gerade die ganzen Hygienestandards, die wir tun, eben gerade die Bedenken ja der Ausscheidung von Viren, aber auch, dass man sich selbst infiziert, dass man nicht mit den Händen ja im Gesicht am Mund rumfuchteln soll, ist hier natürlich nicht mehr gegeben, wenn man isst und macht ständig diesen Reißverschluss auf und zu. Da braucht man schon eine zweite Hand dazu, wahrscheinlich nach dem zweiten, dritten Mal, weil alle wissen, Reißverschlüsse sind eigentlich nicht so leichtgängig. Dann kommt es zur Öffnung, man stopft sich Essen rein. Manche Leute sind sehr unsicher beim Treffen des Mundes. Es wird tropfen, es wird ja daneben gehen, man wird sich mit den Händen dann am Mund rumfuchteln. Also vom hygienischen Standpunkt aus gesehen, sollte man diese Masken eigentlich nicht nehmen. Vielen Dank. Bitteschön.